Fliegender Wechsel. Der nächste Referent ist Dr. Werner Strobel. Er ist der Leiter des Schlaflabors hier am Universitätsspital in Basel. Und das Thema ist die Insomnie. Das ist ja ein häufiges Problem, sicher in der Praxis, aber das ist ein häufiges Problem auch im Spital, wo wir ziemlich sicher immer noch zum Beispiel zu viele Benzodiazepine verschreiben. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir das am besten und richtig machen können. Vielen Dank, Werner. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Sie haben es schon gehört, Professor Bassetti erwartet von mir eine Philippika gegen Schlafmittel. Also ich hoffe, dass ich ihn nicht enttäusche. Der Fall, das ist der Patient, das zeige ich Ihnen, denken Sie in den nächsten 10 Minuten, wenn Sie mir nicht zuhören, darüber nach. 43-jähriger Patient, also im besten Arbeitsalter, der kommt zu mir in die Sprechstunde, sagt, dass er morgens, also eigentlich erst am frühen Morgen nach 2 Uhr einschlafen kann. Tagsüber ist seine Performance nicht gut, er hat einen fast imperativen Schlafdrang, er ist schläfrig. Das Problem hat er ungefähr 2 Jahre. Er ist gesund, selbst wenn man sehr investigativ fragt, findet man nichts, was man ihm als Diagnose anhängen kann. Und machen Sie sich in den nächsten Minuten ein paar Gedanken, was Sie mit diesem Patienten denn anstellen könnten. Hierum geht es. Man kann ja das versuchen, jedes Krankheitsbild oder jede Disziplin so ein bisschen aufzuteilen. Schlafmedizin kann man einfach 3 Sachen draus machen. Entweder sind es Patienten, die viel schlafen und trotzdem noch schläfrig oder müde sind. Dann sind es Patienten, die dumme Sachen anstellen im Schlaf. Und dann sind es Patienten, die nicht schlafen können. Und heute rede ich dann vor allem über Insomnie, Durchschlafstörung, frühes Erwachen und dann daraus resultierend Schläfrigkeit infolge Schlafmangel. Gut. Es gibt zahlreiche Definitionen einer chronischen Insomnie. Ich rede ja nicht über akute Insomnie. Also wenn ich auf meinen Schreibtisch schaue und da das sehe, dann habe ich eine schlaflose Nacht. Aber darum geht es ja nicht. Das hat keinen Krankheitswert, sondern es geht darum, dass man Monate oder vielleicht Jahre lang schlecht schläft. Und zwar muss man doch ein paar Definitionen erfüllen. Es müssten im Schnitt mindestens 3 Nächte pro Woche sein, in denen man Probleme hat mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen oder in denen man früher wacht. Man muss, oder damit man die Diagnose erfüllt, sollte man Tagessymptome haben. Also es hat Konsequenzen am Tag in dem Sinne, dass man erschöpft ist, dass die Leistungsfähigkeit am Tag reduziert ist, dass man sich vielleicht sogar bemüßigt fühlt, einen Mittagsschlaf zu machen. Die Folge davon ist dann, dass man sich sehr viel mit dieser Schlafstörung beschäftigt. Man macht sich auch Sorgen, was ist da los? Und eine wichtige Voraussetzung, diese Diagnose kann man nur stellen, wenn die Möglichkeit zum ungestörten Nachtschlaf vorhanden ist. Wenn jemand jede Nacht Picketdienst hat oder 15 Nächte im Monat Picketdienst hat, dann ist das kein gesundheitliches, medizinisches Problem, dann ist es ein soziales Problem. Da muss ich sagen, such dir einen anderen Job. Du bist bei mir wahrscheinlich an der falschen Stelle. Betroffen, wenn man die Diagnose korrekt stellt, sind doch ungefähr 5 bis 10% der Bevölkerung. Ganz wichtig, wer zu mir kommt und sagt, ich schlafe zu wenig und ich frage ihn dann, wie geht es Ihnen tagsüber, sind Sie müde, schläfrig? Und er sagt, nein, ich funktioniere perfekt am Tag. Dann sage ich, Sie sind nicht krank, Sie sind bei mir an der falschen Adresse. Also ich sage es ein bisschen höflicher, aber im Prinzip hat das für mich keinen Krankheitswert und das sage ich relativ klar. Das andere ist, die Diagnose einer Insomnie, die kann nicht an einer Zahl festgemacht werden. Sie können nicht sagen, weniger als 5 Stunden Schlaf ist Insomnie und mehr als 5 Stunden ist gut. Das hat eine erhebliche subjektive Komponente und entscheidend ist letztendlich das Gefühl oder die Wahrnehmung, das subjektive Wahrnehmung des Patienten, dass er einen gestörten und reduzierten Schlaf hat. Wie lange soll man denn schlafen? Das ist eine Meta-Analyse aus 20 Studien.
Alle diese Studien haben im Prinzip einen ähnlichen Aufhänger. Die haben Patienten gefragt, wie lange, oder nicht Patienten, gesunde Menschen gefragt, wie lange schläfst du im Schnitt? Die Leute haben Fragebögen ausgefüllt und dann hat man geschaut, wie lange die Leute schlafen und hat es versucht zu korrelieren mit der Lebenserwartung. Und das Resultat war, wer weniger als 7 Stunden schläft, pro 24 Stunden, der lebt kürzer. Das heißt, ungefähr 90% von Ihnen hat dieses Problem, schätze ich mal. Das Dumme ist, wenn Sie das auf der Gegenseite suchen, wenn Sie länger als 8 Stunden schlafen, dann leben Sie auch kürzer. Das heißt, Sie müssen wirklich ein ziemlich enges Fenster treffen, damit Sie, was die Schlafdauer betrifft, die optimale Lebenserwartung haben. Und das ist relativ schwierig zu schaffen, also ich schaffe das nicht. Wie kann man Insomnien einteilen? Das ist eine Einteilung, die ist fast schon wieder veraltet, aber die ist meines Erachtens sehr praktisch, weil wenn man die Ursache kennt, dann hat man auch den ersten Aufhänger für eine Therapie. Anpassungsbedingte akute Insomnie, das ist ein akutes Problem, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Die erlernte psychophysiologische Insomnie, darüber sage ich noch was. Paradoxe Insomnie, das ist im Prinzip eine Schlafwahrnehmungsstörung. Das sind die Leute, die das Gefühl haben, dass sie sehr wenig schlafen, 3-4 Stunden, und mit allen Messungen, die man dann macht, kann man das nicht bestätigen. Das sind dann Patienten, die schlafen 7-8 Stunden. Und ich habe vorhin gesagt, es ist was sehr Subjektives, aber wenn das so diskrepant ist, dann kann man das doch dann als paradoxe Insomnie bezeichnen. Jede Krankheit oder jedes Symptom kann idiopathisch sein, das ist klar. Psychiatrische Erkrankungen manifestieren sich fast alle früher oder später mit einer Schlafstörung, und zwar meistens mit einer Insomnie, selten mit einer Hypersomnie. Inadäquate Schlafhygiene, das kennen wir alle, Lärm, Temperatur, Licht, der falsche Trink zum Abend, Kaffee, darüber muss ich nicht viel reden. Medikamentensubstanzmissbrauch ist auch klar. Und dann steht organische Erkrankungen. Und in jedem Review über Insomnie gibt es dann irgendwie 3-seitige Tabellen, welche internistische oder neurologische Erkrankung zu Insomnie führen kann. Die Antwort ist einfach jede. Das heißt, Sie müssen sich da nicht Gedanken machen, irgendwas lernen. Praktisch jede internistische Erkrankung kann in irgendeiner Weise und in irgendeiner Phase auch ein bisschen eine Insomnie auslösen oder mitverursachen. Das ist auch wieder so ein Dia, das finden Sie in jedem Review. Ich will trotzdem kurz was darauf eingehen. Der Aufhänger, dass man schlecht schläft. Das Wichtigste ist, wir verbringen zu viel Zeit im Bett. Wenn man zu viel im Bett liegt und dann möglicherweise halt andere Sachen macht als schlafen, irgendwie lesen, Videos schauen, das ist nicht gesund, das stört den Schlaf-Wach-Rhythmus. Dann liegen Sie da, Sie haben schlafbehindernde Gedanken, Sie grübeln, Sie denken, ja, wenn ich jetzt nicht einschlafen kann, was passiert dann? Werde ich dann morgen früh funktionieren? Werde ich dann Ärger kriegen, weil ich ein bisschen verlangsamt arbeite? Das führt dann zu Ärger, Wut über den Chef, obwohl man eigentlich selber verantwortlich ist. Sie haben dann Ihr adrenerges Nervensystem aktiviert und die Konsequenz ist, dass Sie erst recht schlecht schlafen und schlecht leistungsfähig sind. Das ist so ein richtiger Teufelskreis, den hat jeder von Ihnen schon erlebt. Diagnostik bei Insomnie. Das muss ich jetzt einfach so sagen, Sie müssen sich 20 Minuten Zeit nehmen. Das geht nicht anders. Und Sie müssen eine Anamnese machen, die ein bisschen oder auch auf psychiatrische Erkrankungen fokussiert. Drogen, wobei für mich auch Zigaretten und Alkoholdrogen sind. Die Situation am Arbeitsplatz, die familiäre Situation, das muss erfragt werden. Internistische Diagnosen und neurologische natürlich auch. Dann bin ich ein großer Fan von Fragebögen. Beck's Depressionsinventar, den Pittsburgh Sleep Quality Index, der dauert zu lang. Da braucht der Patient 10 Minuten, um den auszufüllen, und Sie brauchen 5 Minuten, um den auszuwerten.
Mein Lieblingsscore für Insomnie ist der Insomnia Severity Index, den zeige ich Ihnen gleich. Die Patienten sollten ein Schlaftagebuch führen, eine Aktimetrie. Heute hat ja jeder eine App auf seinem Handy oder so ein Armband, mit dem man das messen kann. Aktimetrien machen wir fast nicht mehr, weil viele Patienten das mitliefern, sagen, meine App hat mir gezeigt, dass ich nur 4 Stunden schlafe und oft zwischendrin aufwache. Das Problem mit diesen Apps ist, dass die eigentlich selten wirklich gut validiert sind. Also die Mehrzahl ist wahrscheinlich nicht validiert. Und dann ist immer die Frage, kann man das glauben? Polysomnographie, also die Leute ins Schlaflabor sperren, ist erstens keine Pflichtleistung der Krankenkasse in dieser Indikation. Und zweitens, wenn Sie im Schlaflabor sind, das ist heiß, Sie haben die falsche Matratze, Sie werden verkabelt, Sie haben das Gefühl, dass Sie sich nicht umdrehen können, Sie schlafen anders als zu Hause. Wenn Sie einen Patienten haben mit einer Schlafapnoe, wenn der nur 3 oder 4 Stunden schläft, dann kann ich die Diagnose stellen, egal ob er zu Hause sonst 6 Stunden schläft. Bei einem Patienten mit einer Insomnie hilft mir das in aller Regel nichts. Das heißt, ich werde meistens keine Polysomnographie vorschlagen. Der Insomnia Severity Index, Schwierigkeiten einzuschlafen, durchzuschlafen, das ist ganz klar. Was ganz wichtig ist, die Außenwahrnehmung oder die, das Gefühl, wie man in der Gesellschaft ankommt mit seinem schlechten Schlaf und den daraus resultierenden Folgen. Zum Beispiel hier Frage 6, nehmen Ihre Mitmenschen Ihr Schlafproblem wahr? Das zeigt, dass das Insomnie nicht nur ein medizinisches Problem im engeren Sinne ist, sondern auch ein soziales Problem, weil man sich, wenn man schlecht schläft, nicht den Fairnessen des Tages gewachsen fühlt. Man hat mehr entwickelt Insuffizienzgefühle und hat Angst, dass das dann auch offensichtlich ist. Das ist ein Schlaftagebuch von einer Patientin, sehr, sehr fleißig ausgefüllt. Schauen Sie mal kurz hier auf die Schlafdauer. 4 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 3 Stunden, 2, 6, 2 Stunden. Hier nochmal Schlafdauer. Wenn man das, die Patientin hatte Schlaftagebuch, ich habe jetzt hier zwei Wochen gezeigt, die hat das über 3 Wochen geführt. Und dann habe ich gesagt, ich finde jetzt eigentlich nur 6 Tage, wo sie wirklich wenig geschlafen haben in 3 Wochen. Das sind ja 2 pro Woche, das heißt, sie sind gar nicht insomnig. Dann war sie etwas beleidigt. Sie hat einfach das Gefühl, dass sie schlecht schläft. Zum Schluss ist dann eine noch eine psychiatrische Diagnose rausgekommen. Aber Sie sehen auch, dass die Schlafzeiten sehr unregelmäßig sind. 1 Uhr nachts, 20 Uhr, 2 Uhr nachts, 1 Uhr nachts. Das kann nicht gut kommen, das ist klar. Das ist eine andere Patientin, die hat dann doch eine Aktigraphie gemacht, 1 Woche lang. Und Aktigraphie, letztendlich messen Sie ja Bewegungen. Sie haben dieses Gerät am Arm und wenn Sie sich bewegen, wird Aktivität gemessen. Und wenn Sie schlafen, bewegen Sie sich in aller Regel weniger und dann haben Sie keine Aktivität. Das sind dann diese Phasen hier. Das Problem ist, das habe ich selber mit unserem Aktimetriegerät ausprobiert, wenn ich mich ganz entspannt hinlege, spannendes Buch höre über Kopfhörer, dann kann ich problemlos Schlaf imitieren. Das heißt, eine Aktigraphie ist keine perfekte Untersuchung. Das ist eine Patientin, der habe ich hinterher die Diagnose einer paradoxen Insomnie gestellt. Das ist die Schlafdauer, die das Aktimetriegerät angibt, also hier 6, 7, 6, 7, 8 Stunden. Und das ist das, was die Patientin für die betreffende Nacht geschätzt hat. Das heißt, die Patientin hat ungefähr nur die Hälfte der Schlafdauer geschätzt. Das ist, eine gewisse Diskrepanz gibt es immer. Wenn bei uns jemand im Schlaflabor schläft für eine Polysomnographie, machen wir immer hinterher eine Frage, wie haben Sie geschlafen? Besser, schlechter, genauso gut wie zu Hause und wie lange haben Sie geschlafen? Und der normale Unterschied zwischen der Schätzung dessen, des Patienten und dem, was dann
wir messen in der Polysomnographie, ist im Schnitt 30 Minuten bis eine Stunde weniger. Das heißt, der Patient unterschätzt seine Schlafdauer meistens um eine knappe Stunde. Aber hier hat die Patientin das um über 3 Stunden unterschätzt. Paradoxe Insomnie, Schlafwahrnehmungsstörung. Da nutzt es sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, schon wenn man dem Patienten sagt, ich glaube, du schätzt das falsch ein, du schläfst viel mehr, als du denkst. Und wenn man das dem Patienten sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, ihm etwas über Schlafphysiologie erzählt und eventuell dann auch sagt, jetzt probieren wir das aus, du gehst nach Hause, ein paar Entspannungsübungen macht und den Patienten dann ein paar Wochen wieder sieht, dann merkt man, dass eine Kurzintervention, 2-3 Sitzungen schon sehr, sehr hilfreich sein kann. Generell, was muss man oder was kann man behandeln? Wie kann man behandeln? Zuerst, wie immer, eine kausale Therapie, offensichtliche Fehler bei der Schlafhygiene beheben. Das ist relativ klar. Wenn Sie dem Patienten den konkreten Verdacht haben, dass der Patient eine psychiatrische Erkrankung hat, eine Depression, eine Angststörung, dann sollten Sie nicht zögern, diese Erkrankung aber auch professionell von einem Psychiater anschauen und abklären zu lassen. Wenn der Patient irgendetwas Somatisches hat, ein Restless-Leg-Syndrom, dann sollte man das auch behandeln. Aber das sind jetzt so die banalen Sachen. Dann bleibt ein relativ großer Topf übrig von Patienten, wo Sie keine eindeutige kausale Diagnose stellen können. Und da gibt es dann eigentlich nur 2 Ansätze, den medikamentösen, den ich jetzt hier verdammen soll offenbar, und den nicht-medikamentösen. Der nicht-medikamentöse ist in aller Regel überlegen. Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia gilt allgemein als die wirksamste Behandlung. Medikamentöse Therapie ist unterlegen. Jetzt kurz Cognitive Behavioral Therapy. Was umfasst das alles? Das eine ist, man muss sich Zeit nehmen. Das können die wenigsten niedergelassenen Ärzte, das können auch wir nicht in unserer Sprechstunde. Idealerweise braucht es einen Verhaltenstherapeuten. Da kommen wir wieder in das Problem, dass eine delegierte Psychotherapie in der Grundversicherung oft nicht enthalten ist. Das heißt, man muss wieder einen Kostengutsprachegesuch stellen. Aber es geht oft nur um 8 Sitzungen. Es geht also nicht um so viel Geld wie bei der Therapie einer Lungenfibrose, sondern es geht um den Faktor 50 weniger. Ein Betrag, der oft unter 1.000 Franken liegt, ist trotzdem schwieriger, eine Kostengutsprache zu kriegen. Also da kriege ich öfters Ablehnungen, als wenn ich eine Lungenfibrose behandle. Eine Verhaltenstherapie, delegierte Verhaltenstherapie, Psychoedukation, das heißt, man muss mit dem Patienten 5 bis 10 Minuten über Physiologie und Pathophysiologie von Schlaf reden, über Chronobiologie, gesunden und gestörten Schlaf. Man sollte mit dem Patienten bestimmte Entspannungsverfahren zumindest mal ansprechen, progressive Relaxation, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, also bei mir hilft das perfekt, ich schlafe dann jedes Mal ein. Ganz wichtig, die wirksamste Einzelmaßnahme ist Schlafrestriktion. Was heißt Schlafrestriktion? Wenn jemand sagt, ich schlafe pro Nacht, sagen wir mal, nur 4 Stunden und ich habe das Gefühl, das ist zu wenig für mich und ich bin tagsüber müde, dann müssen Sie dem Patienten erst einmal beibringen, dass er seine Schlafdauer vermutlich schon steigern soll, aber dass das nicht von heute auf morgen geht und dass er nicht innerhalb von 3 Tagen von 4 auf 8 Stunden kommen kann, sondern dass er die langsam steigern muss. Und dass es keinen Sinn hat, abends um 9 Uhr ins Bett zu gehen, den Wunsch zu haben, 9 Stunden zu schlafen und dann morgens um 6 Uhr aufzustehen, sondern dann müssen Sie sagen, zurzeit schläfst du 4 Stunden, ein realistisches Nahziel sind 5 Stunden und wenn du 5 Stunden schlafen willst, solltest du nicht mehr als 5,5 bis 6 Stunden im Bett verbringen. Das heißt, geh bitte nach Möglichkeit nicht vor Mitternacht schlafen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, die Sofas zu Hause, die sind tabu.
nur noch harte, ungepolsterte Stühle. Kein Schlaf tagsüber. Das sind zwei ganz banale Maßnahmen, aber bei einem relevanten Anteil der Patienten können Sie damit schon einen gewissen Therapieerfolg haben. Das tönt alles relativ banal und einfach. Ein Verhaltenstherapeut, der kriegt es natürlich viel besser rüber als ich, aber die Wartefristen für eine Verhaltenstherapie sind hierzulande Monate bis halbe Jahre. Jetzt kurz was zu Medikamenten. Generell gilt, das wissen Sie selber, sinnvoll ist nur eine kurzdauernde medikamentöse Intervention. Und da müssen Sie sich natürlich sagen, wer zu mir kommt, der hat meistens schon mal ein Schlafmittel ausprobiert. Und das sollte man vorher erfragen, nicht, dass Sie das Gleiche nochmal probieren. Das Zweite ist, auch wenn Benzodiazepine und Benzodiazepin-Rezeptoragonisten viel beschimpfte Medikamente sind, sind sie vom Nebenwirkungsspektrum immer noch eigentlich nicht gefährlicher als Antipsychotika, Antihistaminika und manche Antidepressiva. Das heißt, wenn Sie sich bemüßigt fühlen oder das Gefühl haben, jetzt müssen Sie dem Patienten akut irgendwas bieten, dann ist ein kurzwirksames Benzodiazepin immer noch die am wenigsten schlechte Möglichkeit. Für Phytotherapeutika und Melatonin gibt es übrigens keine wirklich belastbaren Daten. Ich verschreibe das nicht, obwohl Melatonin ein ziemlich stark beworbenes Modemedikament geworden ist. Das hat mir meine Tochter, das hier hat mir meine Tochter aus den Ferien mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das in Österreich oder in Deutschland gekauft hat. Das ist so quasi das Gegenteil von Red Bull, wird auch so vermarktet. Da ist Baldrian, Passionsblume, also vor allem eine Megadosis Baldrian, also dreimal so viel wie in den üblichen Baldrian-Kapseln drin, Zitronenmelisse, kalifornischer Mohn, warum es kalifornischer ist, weiß ich nicht, und auch Melatonin drin, und das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Also ich kann das jetzt nicht empfehlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Firma, die das vertreibt, jetzt dann bald genauso Werbung macht wie Red Bull und dass sie dafür auch einen Markt findet. Was diese pflanzlichen Substanzen in einer so hohen Dosis machen, wie sie in diesen Medikamenten, in diesen Dosen drin ist, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Kurz nochmal hier so ein Schema, das eher für Psychiater gedacht ist. Dieses Schema soll bloß sagen, wenn der Patient eine psychiatrische Erkrankung hat, eine Depression oder eine Angststörung, dann lohnt es sich trotzdem, parallel zur Behandlung der Depression auch die Insomnie mit einem verhaltenstherapeutischen Ansatz zu verhandeln. Das machen Sie eigentlich zwei Therapien gleichzeitig, weil die Insomnie ist für den Patienten sehr störend und bis die Behandlung der Depression dazu führt, dass die Insomnie besser ist, kann das sehr lange dauern. Das heißt, man kann dann vorübergehend zweigleisig fahren. Jetzt, der Patient, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, da habe ich Sie natürlich reingelegt. Dieser Patient hat bis vor 2 Jahren, war der Geschäftsführer eines Nachtclubs und dann geht man berufsbedingt nie vor Mitternacht ins Bett, wird meistens 1 bis 2 Uhr, bis man die Einnahmen des Tages gezählt hat. Und seit 2 Jahren hat er eine neue Beziehung. Die Partnerin hat 2 schulpflichtige Kinder. Sie ist Krankenschwester, geht um 6.15 Uhr aus dem Haus und er hat es auf sich genommen, die Kinder morgens zu versorgen. Was ist dann das Problem? Er hat Jahre oder wahrscheinlich sogar Jahrzehnte lang ist er immer erst 1 Uhr, 2 Uhr ins Bett gegangen und jetzt muss er plötzlich um 6 Uhr aufstehen, während er früher um 8 oder 9 aufgestanden ist. Und das kann man nicht so ohne weiteres ändern. Möglicherweise hat er sogar einen genetisch bedingten Delayed Sleep Phase Syndrom. Das weiß ich nicht. Aber was ganz wichtig ist in der Anamnese, und diese Anamnese muss man halt machen, der Patient sagt, wenn die Kinder Schulferien haben oder wenn die Schule ausfällt oder am Wochenende, kann ich, wenn man mich in Ruhe lässt, problemlos bis 10 Uhr schlafen. Das heißt, der Patient hat keine Insomnie. Und die Aussage, ich kann nicht vor 2 Uhr morgens schlafen, die ist zwar mit einer Insomnie kompatibel, aber keineswegs beweisend. Das müssen Sie einfach im Hinterkopf haben.
Mit diesen Patienten habe ich dann verschiedene chronobiologische Interventionen gemacht. Die haben alle nichts gebracht. Und dann war dann auch mal die Partnerin des Patienten da und mit der habe ich dann ausdiskutiert, dass sie ihren Arbeitsrhythmus ändert, nicht mehr Frühdienst macht, sondern sich, das ist nicht das Unispital, das ist eine andere Institution, so versetzen lässt, dass sie ein bisschen später zur Arbeit gehen muss. Das hat dann den Partner entlastet, dass er musste nicht mehr um 6 Uhr aufstehen, sondern erst 7:30, 8 Uhr. Und die 2 Stunden mehr, die haben es für ihn gebracht. Damit war sein Problem, dass er tagsüber schlecht funktioniert hat, gelöst. Und er hatte, wie gesagt, keine Insomnie. Und jetzt werde ich gebremst, ja. Das ist ja noch Zusammenfassung. Insomnie ist subjektiv. Tagessymptome sind essentiell. Polysomnographie bringt nichts. Verzögertes Schlafphasensyndrom ist häufiger, als man denkt. Grundkrankheiten behandeln. Und wenn schon Medikamente, dann kurz. Und Benzodiazepine sind zwar des Teufels, aber es gibt Sachen, die sind noch schlimmer. Vielen Dank. Vielen Dank. Also.